Hallo ihr lieben Leute da draußen, heute ist es mal wieder soweit, ihr seht es gerade selber, Club Nintendo Ausgabe 4, das heißt Juli 95 ist dran. Ja, heute kommt diese Folge, eine Retro Panda Blättert Folge, ich wollte eigentlich ein anderes Video rausbringen, aber naja, wie es halt so ist, es kommt immer irgendwas dazwischen, ich bin nicht rechtzeitig fertig geworden, aber es dürfte halt nächste Woche kommen, aber so eine solide Blätterfolge passt natürlich super hier rein. Hier sieht man auch schon, hier haben sie ein bisschen den Übergang gehabt, dass es man plötzlich bezahlen musste. Ne? 2,95 € hat das damals gekostet. Die bisherigen Ausgaben, die wir uns alle angeschaut haben, die waren ja alle kostenlos mit diesem Club Nintendo Ausweis erhältlich. Wann genau der Wechsel jetzt war, kann ich nicht sagen, aber es muss irgendwann um diese Ausgabe herum gewesen sein. Keine Ahnung, ob es da schon das erste ist oder nicht. Sie fühlt sich dadurch aber irgendwie etwas dicker an. Okay, das ist natürlich durch das Video schwer zu transportieren, aber es fühlt sich irgendwie qualitativ hochwertiger an. Ne? Vielleicht haben sie das ein bisschen bessere Papierqualität, aber es kann auch nur ein reines Gefühl sein. Ja, Themen sind Asterix und Obelix, Donkey Kong Land und News von der E3. Ich weiß gar nicht, ob da diese Messe relativ neu war oder nicht. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Infos zu Super Mario World 2 und Street Fighter 2. Wollen wir gleich mal reinschauen, würde ich sagen. Gucken wir uns mal das Inhaltsverzeichnis an und ich sag mal, wird man heute nicht mehr so machen. Mit so einem wilden Graphic Art da im Hintergrund. Herrlich. E3-Impression. So sah das dann damals aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut einigermaßen sehen könnt. Herrlich. Sieht wirklich kurios aus. Was haben wir denn? Zoom in. Sie haben hier anscheinend diese Trennung nach den Konsolen etwas aufgebrochen. Und dafür sind sie denn hier First Look. Das werden Previews sein wahrscheinlich. Und Zoom in werden wahrscheinlich die Tests sein. Wobei natürlich das Magazin richtig ernsthaft testen. Wie wir wissen, tut es das nicht. Aber das scheint sie etwas umgestellt zu haben. In den vorherigen Ausgaben, die wir bisher hatten, war ja immer NES, Game Boy, Super Nintendo, alles getrennt, je nachdem, was gerade angesagt war. Finde ich interessant, mehr so in Richtung eines klassischen Spielemagazines. Vielleicht auch wegen dem Price Tag, ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir halten uns hier gar nicht länger auf und gehen hier gleich mal rein. Es sind noch Shirts da. Ich halte das hier mal ein bisschen besser an die Kamera, dass ihr dieses tolle Shirt-Design sehen könnt. Mal gucken, so nicht, dass es nicht spiegelt. Herrlich, oder? Das schreit ein 90er. Also T-Shirts kann man es dort auch kaufen. Ein Mr. Cool Malwettbewerb, auch hier auch so schön mit dem bunten Buchstaben. Das Magazin schreit 90er. Oh, ein alter Freund, der Virtual Boy. Damit man nicht irgendwann sagen kann, Nintendo sei altmodisch und würde keine neuen Technologien entwickeln, stellte man auf der E3 mit großem Aufwand den Virtual Boy vor. In der letzten Ausgabe, das Magazin, ist es mir entfallen, welche Ausgabe das war, da wurde er ja kurz angeteasert von wegen, oh, hier bald in den Japan erscheint er. Und hier scheint er der erstmal auf der E3 quasi offiziell gezeigt worden zu sein. Ja, wie wir alle wissen, der Virtual Boy super erfolgreich. Das hat Nintendo damals echt den Arsch gerettet. Einfach herrliches Top-Ding. Nicht? Gucken wir mal. Fotos Monats als Heilige Drei Könige mit dem Game Boy in der Hand. So muss das sein, Freunde. So muss das rein. Dann kommen wir ja auch gleich zu dem ersten Spiel, Donkey Kong Land. Ja, das ist die Gameboy-Portierung von Donkey Kong Country, wie man sich durchaus vorstellen kann. Ich persönlich bin mit dem ehrlich gesagt nicht wahr geworden und ich gucke mal, ob wir hier so ein bisschen bessere Screenshots finden. Aber ihr seht es hier irgendwie schon, die haben halt versucht, diesen vorgerenderten 3D-Look auf den Gameboy zu portieren. Problem natürlich bei der ganzen Geschichte ist, in Farbe funktioniert sowas wesentlich besser als in Schwarz-Weiß oder in Grün-Grau oder wie man das auch nennen will. Deswegen wird das mit dem Hintergrund sehr, sehr unruhig und auch die Sprites. Ich bin kein Fan davon. Es ist jetzt bei weitem nicht irgendwie richtig mies oder irgendwie sowas. Aber
sie haben sich zu sklavisch dran gehalten, an diesen Look, den möglichst gut zu portieren, finde ich. Und richtig, richtig gut ist es halt nicht gelungen. Das ist halt der große Nachteil. Abgesehen davon ist es trotzdem ein solides Spiel auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Ja. Da habe ich auch schon einen Test zu gemacht. Hier natürlich wie üblich die großen Level-Beschreibungen. Ja, grob folgt es, glaube ich, also ist zumindest stark von Donkey Kong Country inspiriert, nennen wir es mal so. Also es ist natürlich nicht exakt dasselbe Spiel, weil es einfach portiert wurde, aber es ist sehr stark inspiriert worden auf jeden Fall. Was wesentlich besser ist, auch vom Look her, ist Yoshi's Island Super Mario World 2. Ja, Einsatz von dem Super FX-Chip, den ich gerne mal absegne, weil da wurde ja dieser Super FX-Chip drin verbaut, damit diese Grafikpracht, sage ich mal, wirklich ermöglicht werden konnte. Das wäre jetzt auf normalen Mitteln nicht möglich gewesen. Da wurden ja viele, viele, viele grafische Effekte mit eingebaut. Herrliches Spiel. Gefällt mir persönlich vielleicht sogar einen Tick besser als Super Mario World 1, was ja wirklich nicht gerade einfach ist, weil das Spiel natürlich einfach nur fantastisch ist. Aber auch hier dieser Look. Deswegen finde ich, sind sie auch genau den richtigen Weg gegangen, um bei dem Spiel so einen etwas anderen Spin, einen etwas anderen Kniff zu machen. Die konnten nicht einfach Super Mario World nehmen und ein bisschen besser machen. Das wäre dem Spiel nicht gerecht geworden. Und deswegen ist es gut, dass sie hier einen anderen Weg gegangen sind, finde ich auf jeden Fall. Ja, scheint aber hier so zuerst Eindrücke zu sein mit ein paar Facts und so weiter. Ich denke mal, ich muss zu dem Spiel nicht groß was sagen, weil ihr werdet das Spiel kennen. Jeder kennt das. Das ist ein absoluter Pflichttitel für das System. Aber was ich meine mit Super FX-Chip, ihr kennt meine Meinung. Diese frühen Super FX-Spiele, die nur auf 3D sind, Starwing, Stunt Race FX und so weiter, schlecht gealtert. Frühes 3D-Polygon, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, dann sind wir hier beim Super Nintendo-Spiel Asterix und Obelix. Ja, das ist Europa-exklusiv, würde ich sagen, weil die ganzen Asterix und sowas, das ist ja in den USA nicht wirklich populär, nicht wirklich bekannt. Deswegen haben wir natürlich die ganzen Spiele abbekommen. Ich habe das Spiel allerdings ehrlich gesagt noch nie gespielt, aber es sieht wie so ein typisches Asterix-Spiel aus. Die Gameboy-Spiele habe ich gezockt, aber das hier sieht aber wie so ein typisches Infogram-Spiel aus der Zeit, wie zum Beispiel die Schlümpfe. Ne? Da die sind ja vom Stil her so ein bisschen ähnlich, spielen sich alle durchaus solide. Ihr werdet schon merken, die bei dem solide Trinkspiel mitmachen, ihr habt gut was zu tun, diese Folge. Finde ich übrigens herrlich, dass sie da so einen Insider gebildet hat, aber da kommt bald mehr zu. Ihr habt es vielleicht auch schon mit den Einblendungen gesehen. Kommt bald ein Video, was euch aufklärt, was das genau soll und so weiter. Freut mich schon jetzt. Ja, verschiedene Grafiken, verschiedene Umgebungen. Wobei hier auf dem Land, finde ich, unterscheidet sich gar nicht so sehr von vom Prolog. Ne? Da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Bisschen andere Farbpalette, aber das ist natürlich auch so ein bisschen immer die Sache damals gewesen, möglichst viel auf diese kleinen Cartridges so raufzupacken. Ne? Hier London sieht schön aus. Ja. Ich schätze mal, so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wird wahrscheinlich so eine Art Action-Plattformer sein, wie halt auch die Gameboy-Spiele, so im Prinzip. Man kann es natürlich nicht immer 1:1 vergleichen, aber denk mal sowas wie die Schlümpfe, obwohl Schlümpfe ist ja mehr Plattformer. Hier wird man, denke ich mal, mit Obelix und Asterix auch die Römer verkloppen müssen. Aber wenn man schon diese Infogram-Spiele zu irgendwelchen französischen Comic-Vorlagen gespielt hat, die spielen sich alle sehr ähnlich. Deswegen kann ich mir eigentlich schon von den Bildern her erschließen, wie sie spielt, ehrlich gesagt. Klingt irgendwie komisch, aber naja. Street Fighter 2. Ha! Das Thema ist doch eigentlich schon durch. Ah! Wie ich sehe, ist das, glaube ich, eher die Gameboy-Version. Ha! Da oben steht's ja. Mensch, ich bin ein Fuchs. Ja, sehr schön. Das passt natürlich, weil morgen erscheint der Test dazu.
Das habe ich jetzt überhaupt nicht irgendwie abgesprochen oder so. Aber morgen erscheint der Test zu diesem Spiel. Das habe ich vorbereitet, da habe ich schon länger hier. Ist natürlich so auf den Gameboy ein bisschen verwässert portiert worden. Es gibt nicht ganz so viele Kämpfer, wie man hier sieht. Spielt sich aber durchaus echt gut. Also wenn man bedenkt, dass der Gameboy, der ist ja nicht unbedingt drauf ausgelegt auf dieses Prügel-Genre. Es gibt einige Titel, wie zum Beispiel Killer Instinct, hier wird das eine Fighter-Spiel, das Name mir gerade entfällt. Mortal Kombat gibt es natürlich, was selten schlecht ist, aber Street Fighter 2 ist echt gut portiert worden. Also Spielgefühl auf den Game Boy ist gut. Klar, Super Nintendo-Version und andere Versionen sind natürlich besser, aber wenn man das jetzt für die Verhältnisse des Game Boys nimmt, ist das wirklich eine solide Umsetzung. Ach, das war's schon. Nur zwei Seiten. Ha. Also das hat das Spiel auf jeden Fall mehr verdient, weil das ist echt eine wirklich vernünftige Umsetzung. Da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, mit der Einschränkung halt für die Verhältnisse des Gameboys, ja. Was haben wir hier? Mickey Mouse 5. Zauberstäbe. Kidnapping im Wald von Entenhausen. Ach ja, ich vergesse irgendwie immer wieder, dass der Mickey Mouse im selben Universum wie die Ducks. Heißen die Ducks? Ist halt Donald Duck, Dagobert Duck. Also, ne, die aus Entenhausen. Halt, ja. Ja, meine Gedankengänge, die sind manchmal etwas sehr seltsam. Also von dem Spiel habe ich ehrlich gesagt noch nie, aber wirklich nie was gehört. Ja, ich schätze mal, es wird wieder so ein Action-Puzzler sein, ne? Technik sieht relativ simpel aus. Passwörter, okay, immer eine Passwortfunktion, sowas mag ich ja immer. Mal gucken, in der ersten Stage dieses Abschnitts geht es noch relativ harmlos zu. Die Gegner sind nicht so zahlreich vertreten wie später im Spiel und die Kristalle sind einfach zu erreichen. Okay, ihr müsst also irgendwie Kristalle erreichen. Hm, vielleicht sowas wie hier Settlements Club, wo man hier die Kisten hervorzaubert. Irgendwie sowas in der Art wird es sein, oder? Bosse und so weiter. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Das zeigen sie hier irgendwie in großer Ausführlichkeit. Aber Street Fighter 2, was ja eigentlich, ich schätze mal, ein besserer Titel wird, als dass ich, wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Aber ganz ehrlich, mir so spontan reizen tut es mich jetzt auch nicht, ne? Preview, Secret of Evermore. Ja, auch ein schöner Titel. Ist vom Stil her sehr schön düster von diesen ganzen Rollenspielen. Das hat so eine richtig düstere Anmutung. Gefällt mir eigentlich. Spielt sich, nicht ganz so fluffig. Zumindest bleibt man da häufiger stecken als zum Beispiel bei Secret of Mana. Also das Spiel ist an mir damals vorbeigegangen, aber ich habe da vor anderthalb Jahren mal reingespielt, also privat. Das war vor dem YouTube-Kanal, wo ich ja sonst normalerweise alles dann aufnehme sofort. Ja, ist solide. Wie gesagt, diese düstere Atmosphäre gefällt mir, hat aber so ein paar kleine Krankheiten. Aber ich kann jetzt aus dem Kopf heraus nicht irgendwo den Finger drauflegen. Nach dem Motto, das und das ist da irgendwie nicht so vernünftig. Ja, Preview. Sie nennt es sogar Preview, ne? Also man merkt schon so ein bisschen, dass sie versucht haben, mehr in Richtung klassische Spielemagazin zu gehen, auf jeden Fall. Hotline, okay, ich komme hier und hier nicht weiter. Aha, aha. Illusion of Time, ja gut, da bleibt man auch öfter mal hängen, wobei da war doch auch der Spieleberater dabei, oder? Das müsste ja doch einem eigentlich weiterhelfen. Young Merlin, davon habe ich auch schon mal gelesen, dass das gar nicht so verkehrt sein soll. Mystic Quest Game Boy. Schlümpfe, ah, ja, Poster, passt. Ich zeige es euch mal, ja, mal gucken, den Kameraausschnitt, also Donkey Kong, der Ende halt das Cover. Boah. Solide, ne? Nicht so, ich meine, es ist nicht so ein tolles Poster wie in der letzten Folge Kid Clown, ne? Aber naja. Die Twix Zone. Zelda Game Boy. Gegner als Waffe. Hä? Ich habe einen tollen Trick bei dem Game Boy Spiel The Legend of Zelda Link's Awakening herausgefunden. Schön, dass wir mit der Überschreibung nochmal wiederholen. Sonst hätte ich gar nicht gewusst, welche Zelda gemeint ist. Wenn man das Kraftarmband und den Enterhaken besitzt, kann man mit dem folgenden Tipp Munition sparen. Ihr müsst einen Gegner, den man normalerweise nur mit Pfeilen oder Bomben besiegen kann, mit dem Enterhaken treffen, sodass er betäubt ist. Wählt dann das Kraftarmband, ach so, und dann quasi als Stein werfen. Hm. Also schöner Tipp, lieber Thomas. Aber was ist das für ein Ort? Linen-Kattenwenne. Sperriger Ortsname, oder? Also schöner Tipp, aber ja, ich würde sagen, es
spart jetzt nicht so wirklich Munition. Kann man machen, aber... Two Lies. Schönes Spiel übrigens. Two Lies. Zocker. Gameboy. Was für ein Zocker denn? Super Gameboy. Aus dem Leben einer Rennfahrerin. Ah. Das ist dieser Brina Jaspers. Mit der Frisur sieht sie eigentlich aus wie ein Junge, hätte ich jetzt gesagt. Aber hey, jeder so wie er mag. Ganz fanat ist Sabrina mit dem Hip-Boy aus der Game Boy Special Edition, den sie sich so bald wie möglich kaufen möchte. Hip-Boy? Was ist Hip-Boy? Die Gürteltasche, oder? Sagt mir gar nichts. Euch vielleicht? Wenn ja, Kommentare, ihr wisst Bescheid. Ha! Comic zu Marius Picross. Wie immer, wenn ihr es lesen wollt, könnt ihr hier pausieren. Ich blätter gleich mal um. Oder wollt ihr in Zukunft, dass ich euch die Comics mit tollen Stimmen vortrage, was ich wahrscheinlich überhaupt nicht gut hinkriege? Zweite Seite. Und dann in die Kommentare, ne? Ihr wisst Bescheid. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Ach, guck mal, die Super Nintendo Maus sogar. Herrlich. Ja, und schon kommen wir zu Marius Picross. Ja, das ist wirklich so ein Spiel, das finde ich sehr gut, das Spiel. Das hat sich mir damals nicht so wirklich erschlossen. Das habe ich ja vor, einem halben Jahr oder sowas nachgeholt. So, Pi mal Daumen kommt das hin. Macht echt Spaß. Es läuft ja so, ihr habt ja ein Feld, wo ihr Blöcke frei meißeln müsst. Und hier an den Rändern seht ihr immer, wie viele Blöcke ihr pro Reihe frei meißeln müsst. Und hier seht ihr zum Beispiel hier 113. Das heißt, ihr müsst hier einen einzelnen Block am Stück frei meißeln. Dann muss mindestens ein Feld frei bleiben, wieder ein einzelnes und dann drei. Und dann geht das halt immer so weiter. Im Regelfall ist das natürlich ein bisschen klarer, ein bisschen einfacher, wie zum Beispiel hier 14, das ist 15 weit und dadurch wisst ihr, okay, denn entweder hier die, da sind zwei am Ende frei oder halt hier eine und eine vorne. Ja, ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, sehr schönes Knobelspiel, hat mir viel, viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Damals irgendwie so gar nicht den Bezug dazu gehabt. Keine Ahnung, ich habe auch lange das gar nicht kapiert, weil irgendwie erschließt sich das jetzt nicht wie zum Beispiel Tetris auf den ersten Blick. Bei Tetris sieht man schnell, okay, da kommen irgendwelche Steine runtergefallen und ich muss den irgendwie kombinieren, dass eine geschlossene Reihe ist, dass das verschwindet. Aber hier, man sieht irgendwie nur diese kryptischen Zahlen am Rand und denkt sich so, what the fuck? Was muss ich hier machen? Aber wenn man da erstmal drin ist, ist das echt vernünftig. Ach, das war's schon. Schönes Spiel auf jeden Fall. Also wenn ihr Puzzle-Spiele mögt und das noch nicht kennt, solltet ihr das auf jeden Fall mal spielen. Macht echt viel Spaß. Man wird auch so relativ mit einfachen Leveln natürlich rangeführt und so weiter. Schönes Ding. Kirby's Dream Land 2. Muss ich gestehen, habe ich persönlich noch nicht gezockt, aber der erste Teil ist natürlich episch und fantastisch. Sieht hier so ein bisschen mehr nach demselben Prinzip aus. Ne? So ein typischer zweiter Teil halt, wo man quasi dasselbe nimmt und halt nur so ein bisschen was oben drauf setzt, ein paar mehr Levels, ein bisschen mehr Abwechslung, vielleicht ein paar mehr Fähigkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so, ja, Kirby übernimmt ja Fähigkeiten, dass davon wahrscheinlich so ein paar mehr drin sind. Entschuldigung, ich muss mal kurz mich räuspern. Meine Stimme ist heute irgendwie etwas angeschlagen. Ja, wie immer natürlich der erste Boss, dieser Baum. Das ist, glaube ich, in so gut wie jedem Kirby-Spiel gesetzt. Der erste Boss muss dieser Baum sein. Da führt kein Weg drumherum. Was haben wir denn? Games from Space. Das erwischt mich jetzt gerade irgendwie kalt. Ja, jetzt haben sie so ein paar Spiele zu einem Thema quasi zusammengefasst. Okay, was haben wir hier? Space Invaders, klar. Das ist der Klassiker für den Gameboy. Was haben wir hier? Eine Katze? Was ist das denn hier? Bla bla bla. Ist das Parodius? Nee. Steht hier gar nicht.
Nach dem großen Erfolg von R-Type dauert es nicht lange, bis auch andere Softwarehersteller ihre Raumflotten in den Kampf um die Gunst der Spieler schicken. Die Grafiken wurden immer besser, die Spiele immer aufwendiger und komplexer. Gab es bei den Spielen in der ersten Generation nur eine Waffe, waren neue Spiele mit verschiedenen Waffensystemen bla 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 bla. Achso, ich glaube, das ist nur so allgemein. Was für ein Spiel ist das? Das ist ein Piratenkatzenflugschiff. Ja, wie geil ist das denn? Was für ein Spiel ist das? Das interessiert mich. Also, wenn euch das bekannt vorkommt irgendwie, zeigt es mal ein bisschen näher in die Kamera. Piratenkatzenflugschiff. Da kann man doch nichts falsch machen. Leute! Na, die Metroid natürlich, ne? Klar. Ja, irgendwie gefühlt so eine unnütze Seite, oder? Ohne großartige Informationen, nur so ganz grob erzählt. Ja, es gibt Shoot'em'ups, ja, es gibt Space Invaders, ja, es gibt Metroid. Erschließt sich jetzt der Sinn jetzt mir nicht wirklich. Was haben wir hier? Die Schöne und das Biest. Boah. Das ist so komplett unter meinem Radar. NES noch, so spät. Dann ist das aber sehr, sehr spät erschienen, ne? Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie großen Hype drumherum gab. Ja, grafisch sieht es vernünftig aus für die Zeit, aber ich glaube, da hätte man auch noch mehr rausholen können, ne? Vielleicht so eine Lizenzversoftung, vielleicht haben sie noch so ein 8-Bit-Studio irgendwo noch rumfliegen. Oh ja, hier, entwickelt mal. Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Keine Ahnung. Ha. Aber gut, ist klar. Disney-Film, Zeichentrickfilm, das musste natürlich damals und heute ist das, glaube ich, auch nicht mehr viel anders. Natürlich irgendwie in Videospielform gegossen werden, klar. Ha. Asterix und Obelix, ja, das habe ich gespielt. Das ist spitze. Vor allen Dingen, weil auch diese Minispiele, wie man hier sieht, die zum Schluss kommen, immer etwas anders sind. Das waren doch zumindest, glaube ich, die Minispiele, oder? Boah, es ist auch schon wieder so ein Jahr her oder sowas, dass ich das gespielt habe. Hat aber Spaß gemacht und es ist besser auf jeden Fall als Asterix. Ich schätze mal so, es ist ja nicht offiziell, aber Asterix und Obelix wird ja der inoffizielle Nachfolger von Asterix sein. Asterix auf dem Gameboy hat mich so vom Stil her und vom Feeling her so ein bisschen an Super Mario Land erinnert. Und das ist so ein bisschen eigenständiger hier. Das setzt noch ein bisschen was drauf. Die Grafik ist wesentlich besser geworden. Man kann ja, wie gesagt, beide Charaktere spielen. Und das Spielprinzip ist auch so ein bisschen abwechslungsreicher. Obwohl es natürlich ein Plattformer ist. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich hier mehr Mühe gegeben haben auf jeden Fall. Also wenn, würde ich euch eher den zweiten Teil empfehlen. Wobei es auch der erste nicht verkehrt ist und solide ist. Sind beide in Ordnung. Könnt ihr beide spielen. Auch so typische Infogram-Titel. Die haben ja auf dem Gameboy ja alle so einen super groovigen Soundtrack. Herrlich. Kann ich nur empfehlen. Was haben wir hier noch? Ach, den E3-Bericht. Ha, herrlich. Den gucken wir mal. Ja, Virtual Boy. Ach, das Ultra 64. Da hieß es noch so. Street Fighter 2. Okay, das sind im Prinzip die Themen, die wir jetzt hier gerade im Magazin hatten. Donkey Kong Country 2. Was haben wir hier? Pack in Time. Ha, auch für den Game Boy. Ziemlich Game Boy-lastig, die Ausgabe, ne? Okay, gut. Das Super Nintendo, das ging da auch so langsam, aber sicher dem Ende seiner Lebenszeit, sage ich es mal. Erschien natürlich nur wesentlich später, die Spiele, aber das Nintendo 64 stand natürlich vor der Tür. So langsam, aber sicher. Und deswegen war der Hype jetzt natürlich darum besser. Aber der Game Boy ist irgendwie gefühlt zeitloser irgendwie, ne? Also, ja, also, obwohl er eigentlich schon von der Technik her natürlich altbacken ist, aber gab es da den Game Boy Color schon? Ich bin mir gerade unsicher. Da erschien ja, glaube ich, erst so 7-8 Jahre nach dem Original Game Boy, ne? Und dadurch war es halt irgendwie langlebiger, ne? Da hat sich für die Entwickler auch den gelohnt, mehr zu entwickeln, weil ich glaube nicht, dass in der Zeit noch großartig Hersteller gedacht haben, okay, wir entwickeln jetzt unseren nächsten großen Titel für Super Nintendo, wenn sie wussten, dass das Nintendo 64 oder wie es hier halt hieß, noch Ultra 64 in den Startlöchern stand, ne? Jo, Pack in Time scheint ein Plattformer zu sein, ne? Wie gesagt, sagt mir gar nichts, habe nur noch nicht gespielt, aber sieht wie so ein Standard-Plattformer im Prinzip aus, wahrscheinlich mit wo die Level-Szenarien verschiedene Zeitepochen sind. Keine Ahnung.
Mega Man 5 noch fürs NES. Mega Man war nie so ganz, ganz meine Serie, obwohl es natürlich gute Spiele sind. Ich habe ja früher sehr meinen Dr. Wilys Rache auf den Game Boy geliebt. Aber jetzt zu dem Fünferteil kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts konkret sagen, was da jetzt toll und was nicht ist. Auch typische Club Nintendo Aufmachung natürlich mit den Leveln und so weiter. Illusion of Time. Bin ich jetzt überrascht. Ach, was bisher geschah. Das scheint wahrscheinlich so eine Story-Begleitung zu sein, wo sie wahrscheinlich so ein bisschen diesen Spieleberater verwurstet haben. Finde ich wirklich interessant, das Spiel, weil das ist ja der Urheld, mit dem man startet. Aber ihr könnt ihn später halt auch in diesen hier switchen. Das ist so ein Ritter. Und in sowas hier, wo ihr am mächtigsten seid. Das ist quasi der Magier oder wie man es das nennen will. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Habe ich auch damals gehabt. Wobei so hundertprozentig warm wurde ich damit nie. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl ich es relativ ausdauernd gespielt habe. An Secret of Mana, auch wenn ich mich ständig wiederhole und ihr es wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, kommt es halt einfach nicht ran. Ist so. Ach, die Charts, die gibt's noch. Ach, die haben sie aber stark entschlackt oder hier ein bisschen interessant. Die Profi-Charts haben sie gar nicht mehr drin, ne? Nee, Tatsache. War ja auch ehrlich gesagt immer so etwas idiotisch, fand ich, ne? Gucken wir mal, Super Nintendo, Donkey Kong Country, Zelda, Secret of Mana, Mario Kart, Metroid, Illusion of Time, Earthworm Jim, Soul Blazer, die Schlümpfe, und All-Stars. Ja, Soul Blazer habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Also den Titel habe ich schon mal gehört, aber ansonsten kann ich die Liste so unterschreiben. Passt. Game Boy, Link's Awakening, sehr gut. Super Mario Land 3, okay, da war es wahrscheinlich relativ neu. Mystic Quest, okay. Donkey Kong. Wario Blast ist sehr gut. Super Mario Land 2, das hätte ich hier eher getauscht, aber das ist persönliches Geschmack. Mario's Picross, sehr gut. Schlümpfe, auch da Schlümpfe. War das irgendwie so ein großer Schlumpfmonat oder? Keine Ahnung. Mega Man 3, ja, solide. Tetris, klar. Ah, die NES-Hits haben sie schon stark abgespeckt. Zelda, Mario Bros. 3, Kirby's Adventures, auch hier die Schlümpfe. Leute, was haben sie denn hier in dem Monat mit Schlümpfen gehabt? Ja, dann sind wir schon durch. Ja, Abokarte haben wir hier, ne? Wollen wir mal bestellen. Das Power-Paket. Ja, ein normales Abo halt, ne? Was haben wir hier? Ah, guck mal, Donkey Kong Country CD und 6-mal das Club Nintendo Magazin und das für 30 Mark! Mensch! Spitze! Ach, hier haben sie hier schon diese Super Classic Serie langsam. Daran merkt man, dass so eine Konsole etwas älter wird, ne? Dass es diese Budget-Version gibt. Und hinten haben wir Kirby's Dream Land 2. Obwohl hier, ich glaube vor allem der Einband, der ist von der Qualität besser, der ist nicht mehr so wabbelig. Ja, sind wir mal wieder durch, ne? Denn freut es mich wie immer, dass ihr reingeschaltet habt. Auch wenn es eine Notlösung war, dieses Video. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ihr einschaltet, wirklich. Und deswegen wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Denkt dran, ihr seid alle fantastische Menschen. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.